Ende März 1945, am Karfreitag, haben die Amerikaner Heidelberg besetzt. Am 3. Mai wurde dann bei mir im Auftrag der Militärregierung eine Hausdurchsuchung vorgenommen von zwei Kriminalbeamten. Die beiden nahmen mich mit auf das Rathaus. Sie erklärten, es läge etwas gegen mich vor, dürften mir aber nicht sagen, was. Wie heißen Sie? Ich heiße Heinrich Tillissen, geboren am 27. November 1894 in Köln-Lindenthal. Vor ein paar Jahren ist mir der Name Tillissen schon mal aufgefallen. Ich habe das Attentat auf den ehemaligen Reichsfinanzminister Matthias Erzberger ausgeführt, zusammen mit Heinrich Schulz. Die Geschichte der Verschwörung gegen einen der meistgehassten Männer der Weimarer Republik beginnt im Sommer 1921 in einem Büro in München. Heinrich Tillissen und sein Kamerad Heinrich Schulz werden zu ihrem Chef bestellt. Die neue Aufgabe ist heikel und streng vertraulich. Wir hielten Erzberger für den größten Volksschädling. Ich glaubte, durch seine Beseitigung dem deutschen Volk einen Dienst zu erweisen. Ich war überzeugt, dass Erzberger im Kriege schon in ganz erheblichem Umfang zersetzend gewirkt habe. Drei Jahre vorher, Frankreich, Spätsommer 1918. Seit Wochen marschieren Engländer und Franzosen im Westen unaufhaltsam vorwärts, drängen die deutschen Linien zurück. Zu Tausenden ergeben sich die deutschen Soldaten den vorrückenden Alliierten. Früher als ihre Heerführung haben die Lanzer erkannt, der Krieg ist verloren. Nur die Gefangenschaft kann ihr Leben retten oder ein Waffenstillstand. Mit jedem Tag schwindet die Zuversicht der Deutschen. Vor allem seit die Amerikaner eingegriffen haben und die deutsche Moral dank ihres scheinbar unendlichen Nachschubs an Soldaten, Waffen und Material erschüttern. Ende September fürchten auch die deutschen Generäle, überrollt zu werden. Entnervt fordern sie die Regierung in Berlin auf, sofort um Frieden und Waffenruhe zu bitten. Hindenburg und Ludendorff, die obersten Kriegsplaner des kaiserlichen Heeres, sehen keinen anderen Ausweg mehr. Ihr letzter Plan, die Schuld der drohenden Niederlage auf die zivile Reichsregierung abzuwälzen. In Berlin wird die Forderung des Hauptquartiers akzeptiert. Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger soll die deutsche Delegation anführen. Ja, das war das erste Mal in der Weltgeschichte, dass nicht die Militärs, sondern ein Zivilist, ein Politiker, einen Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet hat und auch die Waffenstillstandsverhandlungen geführt hat. Mein Erzberger hat sich nicht dazu gedrängt. Erzberger war Mitglied des Reichskabinetts unter Max von Baden und er ist bestimmt worden. Der nationale Leidensweg nach Compiègne war das Schwerste und Bitterste, was mir in meiner amtlichen Tätigkeit auferlegt worden ist. Eine geschlagene deutsche Armee, die unaufhaltsam zurückflutet, ist der erste Eindruck, den Erzberger auf seiner Fahrt hat. Diese Fahrt war für mich noch erschütternder als die drei Wochen zuvor an das Sterbebett meines einzigen Sohnes. Tief bewegt von den zerstörten Städten und verwüsteten Landschaften trifft Erzberger am 8. November 1918 in Compiègne ein. In seinem Gepäck auch die Zustimmung der Militärs.
Er hat ja vorher noch im Hauptquartier bei Generalfeldmarschall Hindenburg sich erkundigt und Hindenburg hat ihm mit auf den Weg gegeben, reisen Sie mit Gott und suchen Sie das Beste aus fürs Vaterland herauszuholen. Die Bedingungen, die Erzberger im französischen Salonwagen im Wald von Compiègne entgegennehmen muss, sind hart. Deutschland kann den Waffenstillstand nur annehmen, sonst stehen bald die Alliierten im Reich. Erzberger hat verhandelt zäh wie ein Löwe, so berichtete es General von Winterfeld. Er hat also gekämpft um Verbesserungen, um Erleichterungen. Also Erzberger hat sich hier nicht unterwürfig hier in die Verhandlungen begeben. Er hat selber beim Abschluss des Waffenstillstandes gesagt, ein Volk von 70 Millionen leidet, aber es stirbt nicht. Und Marschall Foch hat ihm geantwortet, très bien. Erzberger kann nur kleine Verbesserungen durchsetzen. Die Reichsregierung ist allerdings nicht erreichbar. Hindenburg verlangt daraufhin, in jedem Fall zu unterzeichnen. Am 11. November 1918 um 5 Uhr unterzeichnet er im Namen des Deutschen Reiches die Vereinbarung. Nach 4 Jahren und 102 Tagen ruhen an allen Fronten die Waffen. Insgesamt gesehen war es ein Unglück für den Verlauf der deutschen Geschichte, dass die leidenden Militärs fortan sagen konnten, der zivile Politiker, der Erzberger, hat ja den Waffenstillstand unterschrieben und wir, die Militärs, sind im Felde unbesiegt geblieben. Das war ja die Legende, die dann die nächsten Jahre durch die deutschen Lande gegeistert ist. Als Erzberger zurückkehrt, kommt er in ein anderes Land. Der Kaiser hat abgedankt. Arbeiter- und Soldatenräte fordern den Sturz der Monarchie. Erzberger ist für einen Neuanfang, aber gegen einen radikalen Umsturz. Er fordert eine Republik, so wie auch die Sozialdemokraten um Ebert und Scheidemann. Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Der gewaltige Umbruch in der Heimat überrascht vor allem die heimkehrenden Soldaten der geschlagenen 10 Millionen Mann starken Armee, die Ende 1918 nach Hause kommt. Viele von ihnen sind vollkommen desorientiert, ohne Halt und zivile Perspektive. Die wussten gar nicht, was sollen wir nun eigentlich tun. Wir haben ja zivil nichts gelernt. Wir sind Gewaltexperten, sonst können wir nichts. Und die haben sich eine Zukunft in einer zivilen Gesellschaft und in einem zivilen Beruf weg von den Gewalthandlungen eigentlich gar nicht vorstellen können. Diese Männer, einige hunderttausend an der Zahl, waren das Problem. Einer dieser jungen Soldaten ist Heinrich Tillessen. Der Oberleutnant zur See ist geschockt. Unbeschädigt und ungeschlagen liegt die stolze deutsche Kriegsflotte im Hafen. Jetzt muss er in seinem Marinestützpunkt in Wilhelmshaven mit ansehen, wie die Matrosen die Revolution entfachen und das Ruder übernehmen. Der Aufstand der einfachen Mannschaften verletzt seine Offiziersehre zutiefst. Ohne dass eine formelle Entlassung stattgefunden hätte, waren die meisten Marineoffiziere, darunter ich, gezwungen, sich zu verstecken, um nicht totgeschlagen zu werden. Tillessen gehört zur Torpedoflottille von Hermann Erhard. Der Korvettenkapitän ist sein Kommandeur, Förderer und Vorbild. Erhard war eine charismatische Figur, der sich bereits im Weltkrieg als Korvettenkapitän mehrfach durch Tapferkeit ausgezeichnet hatte und offenbar eine besondere Fähigkeit der Ansprache des mitreißenden Schwungs besaß. Und Erhard gelang es, nach dem November 1918 durch die Aufstellung der Wilhelmshavener Marinebrigaden eine eigene Truppe um sich zu scharen, die zunächst in starkem Maße durch persönliche Bekanntschaft rekrutiert wurde. Und dieser Chorgeist bei den Marineoffizieren, der besonders stark war, trug ein weiteres dazu bei, dass sich hier von vornherein eine kleine Gruppe von Offizieren formte, die der Revolution vom ersten Tag an schärfsten Widerstand entgegensetzte. Mit brutaler Härte schlagen Erhard und seine Gefolgsleute die Revolution im Norden nieder. Auch in anderen Städten des Reiches beherrschen solche Freikorps zunehmend die Straße.
Immer mehr ausgemusterte Frontsoldaten strömen in diese gesetzlosen Verbände, um gegen die Revolution zu kämpfen. Und wer ging in diese Freikorps hinein? Natürlich die Menschen, die eine zivile Zukunft sich nicht vorstellen konnten, die irgendwie ihren Krieg weiterführen wollten. Wenn es nicht der äußere Krieg war, dann eben der innere Krieg. Und so haben sie ja auch die Bürgerkriegsauseinandersetzungen des Jahres 1919 als Nachkrieg, gleichsam als Fortsetzung des äußeren Krieges, als inneren Krieg selbst bezeichnet. So sind sie auch zur Stelle, als die sozialdemokratisch geführte Regierung den Fehler begeht, die Freikorps gegen die äußerste Linke einzusetzen. Sie nutzen den Auftrag der ungeliebten Regierung, um mit ihren politischen Gegnern abzurechnen. Aus der Sicht der deutschen Nationalisten waren diejenigen, von denen sie glaubten, sie hätten die Novemberrevolution auf den Weg gebracht, waren Feinde des deutschen Volkskörpers. Das waren die Demokraten, speziell die Sozialdemokraten. Das waren die Juden und das waren die Pazifisten. Und die Menschen, die während des Ersten Weltkrieges für irgendwelche Friedenslösungen eingetreten waren, die sich also als Kriegsgegner zu erkennen gegeben haben, gegen die richtete sich jetzt der ganze Hass. Karl Liebknecht, Spartakusführer und Kriegsgegner, und seine Kampfgefährtin Rosa Luxemburg sind die ersten prominenten Opfer der rechten Mordwelle. Heimtückisch werden die beiden Revolutionäre von Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützendivision ermordet. Die beiden Gewalttaten sind der Auftakt für mehr als 350 politische Morde, die von rechten Gruppen allein bis 1922 verübt werden. Der nächste Tatort der rechten Mörderbanden, München. Seit November ist die bayerische Metropole im Revolutionsfieber. An der Spitze des Aufstandes steht Kurt Eisner, USPD-Führer und Ministerpräsident. Am 21. Februar wird er auf offener Straße erschossen. Der Mörder ist ein ehemaliger Offizier und kommt aus dem völkischen Milieu der bayerischen Hauptstadt. Nicht zuletzt ist es dieser hinterhältige Mord, der das politische München noch einmal radikalisiert. Als Linke und Kommunisten im Frühjahr die Räterepublik ausrufen, holt die Berliner Reichsregierung erneut die Freikorps und schickt sie in den Süden. Mit dabei Kapitän Erhard und seine Marinebrigade. Unter Erhards Leuten ist auch der junge Heinrich Schulz. Wie viele Frontoffiziere hat der Leutnant der Reserve den Sprung ins Zivilleben nicht geschafft. Das Münchner Experiment ist bald beendet. Der Einsatz der Freikorps gegen die Revolution ist blutig. Bayern verwandelt sich endgültig in einen Hort der Reaktion. Matthias Erzberger steht in den Revolutionswirren loyal an der Seite der sozialdemokratisch geführten Reichsregierung unter Philipp Scheidemann. Der Zentrumspolitiker ist Minister für Waffenstillstandsfragen. Nach dem harten Vertrag von Compiègne ringt er mit den Alliierten weiter zäh um Erleichterungen. Es geht um Lebensmittel, die Kriegsgefangenen, die Auslieferung der deutschen Handelsflotte, die Reichsgrenzen im Osten. Es geht um das Überleben der jungen Republik. Für die politischen Gegner auf der Rechten betreibt Erzberger den Ausverkauf des Vaterlandes. Im Wald von Compiègne hat er das Reich schon einmal entwaffnet und verraten. Jetzt macht er weiter. Die Pariser Volksbelustigung mit den erbeuteten deutschen Waffen, eine Demütigung für die deutschen Militärs. Nichts von ihrer schimmernden Wehr bleibt nach der Niederlage übrig. Nur Hohn und Spott. Vor allem die Marineoffiziere fühlen sich gedemütigt. Im Krieg unbesiegt, müssen sie im Frühjahr 1919 ihre Schiffe kampflos den Engländern ausliefern. So hat es Erzberger ausgehandelt. Ein bitterer Opfergang empfindet der mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnete Heinrich Tillessen. Auf Bitten seines Kommandeurs Hermann Erhard überführt der 24-jährige Oberleutnant ein Torpedoboot nach Scapa Flow.
Wie die anderen Offiziere glaubt auch Tillerson dieser Schmach im letzten Moment doch noch entgehen zu können, als er den Geheimbefehl aus dem Reich an die deutsche Flotte in England gehorsam umsetzt, die stolzen Schiffe selbst zu zerstören. Heinrich Tillerson war bei der Übergabe der deutschen Flotte in Scapa Flow an die Engländer dabei und er hat an dieser Selbstversenkung teilgenommen, mit der die deutsche Marineführung verhindern wollte, dass die deutsche Flotte in englischen Besitz kam. Und natürlich hat ihn dies ebenso geprägt wie ein zweites Moment, das für die ganze Generation gilt. Sie fühlte sich aus einer Zeit, in der Deutschland einen Platz an der Sonne suchte, versetzt in ein Nachkriegsdeutschland der machtpolitischen Armseligkeit und der persönlichen Verarmung. Tillerson und seine Marinekameraden müssen deswegen für einige Monate in englische Gefangenschaft. Für den Verlust seiner persönlichen Habe bei der Selbstversenkung seines Schiffes und die Zeit der Internierung wird ihm die verhasste Republik später eine stattliche Entschädigung in Höhe von 3.287 Reichsmark zahlen. Die Anfeindungen, denen Erzberger von rechts zunehmend ausgesetzt ist, sogar aus seiner eigenen Partei, lassen ihn scheinbar ungerührt. Erzberger ist ehrgeizig. Im Kaiserreich sahen sie ihn noch als schwäbischen Emporkömmling. Jetzt hat er sich durch seine Zähigkeit unentbehrlich gemacht. Der gemütliche Katholik macht im protestantischen Berlin unaufhaltsam Karriere. Ja, Matthias Erzberger war ein Politiker neuen Typus, also ein Berufspolitiker in einer Zeit, wo es noch nicht diese großen Diäten gab. Erzberger war fleißig, sachkundig, im Grunde war er eine redende Zentrumsenzyklopädie, so wird er beschrieben. Erzberger ist Realpolitiker. In der Weimarer Nationalversammlung streitet er für die Annahme des Versailler Vertrages, weil er sonst eine Zerschlagung des Reiches und die Besetzung durch die Alliierten fürchtet. Unerträglich, undurchführbar, aber nicht unannehmbar, nennt er das Diktat der Siegermächte und stimmt zu. Volksverräter und Erfüllungspolitiker wird man ihn dafür schimpfen. Erzberger ist ein exponierter Vertreter der Weimarer Demokratie. Er ist Mitglied der neuen Regierung. Sein Name steht unter der ersten deutschen demokratischen Verfassung. Im ersten Weimarer Reichskabinett steigt Erzberger zum Vizekanzler und Finanzminister auf. Seine wichtigste Amtshandlung, eine umfassende Steuerreform. Der Krieg hat das Land verarmt. Hungersnot und soziales Elend prägen die ersten Friedenstage. Das Reich ist hoch verschuldet. Der Versailler Vertrag zwingt zur Zahlung riesiger Reparationssummen. Und Erzberger will nicht, dass die Ärmsten die Kriegslasten alleine tragen. Das Ziel dieser Finanzreform, einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Einmal zwischen den Ländern einen Finanzausgleich und eben auch der sozialen Gerechtigkeit hier mehr Genüge zu tun. Früher in Preußen war zum Beispiel der Steuersatz für hohe Einkommen bei 4%. Jetzt lag er bei 60%. Also Erzberger wollte auch die Kriegsgewinnler hier zur Kasse bitten und hat auch noch zusätzlich Kriegsgewinnsteuer und auch eine Erhöhung der Erbschaftssteuer hier durchgesetzt. Für die einfachen Bürger schafft die Reform mehr Gerechtigkeit. Erzberger beschert sie viele neue Feinde, vor allem bei den Reichen, in Industrie und Wirtschaft, bei Adel und Bürgertum. Die haben natürlich diese Gesetzgebung, vor allem diese hohe Einkommenssteuer und Erbschaftssteuer und Kriegsgewinnsteuer, haben die natürlich dem Erzberger in die Schuhe geschoben und ihm natürlich dadurch versucht auch einen Strick zu drehen und zu sagen, der muss weg. Bitte? Die Hetze gegen Erzberger wird immer maßloser. Freunde bangen um sein Leben. Vertraute raten ihm, das Schießen zu lernen. Der tiefgläubige Katholik weist die Ratschläge zurück. Ich will nicht schießen lernen, um zu töten.
Er weiß, dass er gefährlich lebt. Sein Arbeitszimmer im Finanzministerium wurde schon einmal beschossen. Eine Handgranate verwüstete ein Zimmer, wo man seine Schlafstelle vermutete. Die Hetzschriften gegen Erzberger sind Bestseller im Reich. Der Mann, der die öffentliche Hatz anstiftet und anführt, ist Karl Helferich. Der Führer der Deutschnationalen Volkspartei ist schon seit Vorkriegszeiten sein Intimfeind und politischer Konkurrent. Helferichs Angriffe bedienen alle Vorurteile, die gegen den Zentrumspolitiker seit Compiègne vorgebracht werden. Diese Hetze, das war eine Hetze aus Hass. Man hat ihn versucht, hier zur Strecke zu bringen. Also wie ein gehetztes Wild hat man Erzberger hier gejagt. Er selber hat sich gewehrt nach seinen Möglichkeiten. Er hat also zum Beispiel gegen die Hetze fort mit Erzberger des deutschnationalen Karl Helferich ein Beleidigungsverfahren, also einen Prozess angezettelt. Der Prozess 1920 kehrt sich gegen Erzberger. Zwar wird Helferich zu 300 Mark Strafe verurteilt, aber Erzberger wird jetzt der Steuerhinterziehung und des Meineides verdächtigt. Der Finanzminister legt daraufhin sein Amt nieder. Beinahe wäre der Prozess in Berlin-Moabit sogar vorzeitig zu Ende gewesen. Denn der ehemalige Offiziersanwärter Ortwig von Hirschfeld lauert dem Minister am 20. Januar vor dem Gericht auf. Erzberger überlebt das Attentat, nur ein Schuss verletzt seine Schulter. Beim späteren Mordprozess findet der Attentäter milde Richter. Der Angeklagte beruft sich auf idealistische Motive. Erzberger sei schuld an Deutschlands trauriger Lage. Davon habe ihn Helferichs Broschüre überzeugt. Warum dieser Kampf gegen meine Person? Man will die Demokratie treffen. Im März 1920 steht die Demokratie tatsächlich am Abgrund. Freikorps marschieren ins Berliner Regierungsviertel. Das Reichskabinett flüchtet nach Stuttgart. Erzberger versteckt sich in einem katholischen Kloster in Berlin-Tempelhof. Das Ziel der sogenannten Kapp-Putschisten? Die Militärdiktatur. Es ist die Stunde von Hermann Erhard. Seine Brigade hat die Reichshauptstadt fest in der Hand. Man muss sich diesen Erhard vorstellen als einen überzeugten, scharfen, nationalistischen Berufsmilitär, der aber auch politisch mitmischen wollte. Manche haben ihn schon in führenden politischen Positionen gesehen, manche meinen, entweder er oder Ludendorff könnten den künftigen Militärdiktator spielen. Also ein solcher Rang wurde ihm durchaus zugemessen. Seit 1918 hat Erhard seine Brigade systematisch zu einem eigenständigen Kampfverband ausgebaut. Es sind junge Männer, gewaltbereit, kampferprobt und ihm treu ergeben. Auch Heinrich Schulz ist wieder dabei, wie zuvor in München. Sie denken nationalistisch, sind antisemitisch und antisozialistisch. Mit der Demokratie können sie nichts anfangen. Ihre Heimat, ihre Familie ist die Brigade. Doch der Putsch scheitert am Generalstreik der Arbeiter. Und endlich ordnet Berlin die Auflösung der unkontrollierbaren Freikorps an. Als die Auflösung erzwungen wurde, so ging der Verband in den Untergrund. Man musste die Uniform ausziehen und man musste den Stahlhelm mit dem Hakenkreuz drauf, schon 1920, ablegen, sich zivile Kleider anziehen, sammelte sich aber gleich wieder in einer Geheimorganisation, die genannt wurde Organisation Konsul. Und der Konsul war eben Erhard. Hermann Erhard ist in München untergetaucht. Nach dem Kapp-Putsch wird er im Reich als Landesverräter gesucht. In Bayern bleibt er unbehelligt. Unter der Tarnadresse einer Holzfirma versammelt er seine engsten Vertrauten um sich. Von hier, aus der Trautenwolfstraße 8, spinnt er sein geheimes Netz. Friedrichstraße 12. Seit Mai 1921 ist auch Heinrich Tillessen bei Erhard in München. Genauso wie Heinrich Schulz. Beide arbeiten in der operativen Abteilung der OC, der Organisation Konsul.
Sie schreiben chiffrierte Briefe für Einsätze und politische Agitation, erledigen Sonderaufträge. Die Organisation Konsul ist ein Geheimbund, eine klandestine Organisation, um hinter dem Rücken der öffentlichen Gewalten eine paramilitärische Truppe einzurichten, die dann in der Lage wäre, in der Hand ihres Führers einen Umsturz der Verhältnisse zu erzwingen. Die Organisation Konsul ist der militärische Arm der deutschen Gegenrevolution, um das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Herr Müller. Schulz und Tillerson sind zudem noch Mitglied anderer rechtsradikaler Vereine, wie etwa des Germanenordens, eines obskuren völkischen Geheimbundes, den Erhard ebenfalls für seine Zwecke einsetzt. Es ist ein geheimes und gefährliches Spiel, das die jungen Männer fasziniert und anzieht. Sie fühlen sich als Elite und auserwählt. Dieses Geheimbundspielen, was auch dazu gehört, macht einen ungeheuren Teil dieser Anziehungskraft aus und gibt einen Eindruck von Allmacht in einer noch nicht festgefügten Situation, in der Werte, wie wir sie kennen, heute keine Rolle spielen, wie etwa Menschlichkeit, Pluralität, Individualität, Menschenrechtlichkeit und so weiter und so fort. Ein Einsatzort von Tillerson ist Schlesien. Dort streiten Deutsche und Polen seit Kriegsende um die oberschlesischen Industriereviere. Mit Zustimmung der Berliner Regierung kämpfen die Organisation Konsul und andere Freikorps gegen die polnischen Aufständischen. Ein Kalkül der OC ist dabei. Nach einer erfolgreichen Niederschlagung der Polen wollen sie mit den siegreichen Truppen gegen Berlin marschieren und nachholen, was beim Kapp-Putsch misslang. Auch im Reich sind sie aktiv, agieren mit Anschlägen, etwa gegen die alliierten Besatzungstruppen, die das linke Rheinufer besetzt haben. Die Amerikaner sitzen in der Pfalz und in Koblenz. Hier ist Tillerson groß geworden und zur Schule gegangen. In Rheinhessen regieren die Franzosen, die seit Frühjahr 1921 auch die lebenswichtigen Rheinhäfen Duisburg und Ruhrort besetzt halten. Die Briten sind seit Dezember 1918 in Tillersons Geburtsstadt Köln. Der Kopf für die militärischen Aktionen ist Manfred von Killinger. Die OC rekrutiert im ganzen Reich willige junge Leute, die zu allem bereit sind. Ein geheimes Netz der Konspiration wird über das Land gespannt. Ende Juli 1921 übergibt Killinger Tillerson und Schulz einen Geheimbefehl. Als Befehlsgeber präsentiert Killinger den obskuren Germanenorden. Offenbar nur ein Verwirrspiel. Erhard und die OC-Spitze wissen von dem Auftrag. Ohne sie geschieht nichts in den geheimen völkisch-nationalistischen Kreisen. Gemäß der in der Leitung stattgefundenen Auslosung wurden sie, Heinrich Tillerson und Heinrich Schulz, dazu bestimmt, den Reichsfinanzminister A.D. Erzberger zu beseitigen. Die Art der Ausführung bleibt ihnen überlassen. Vollzugsmeldung ist nicht zu erstatten. Brüder, ihr könnt der Unterstützung des Ordens im Fall einer Entdeckung gewiss sein. Wir haben es mit zwei Frontoffizieren zu tun, die mit Waffen umzugehen wissen, die von ihrer Gelenkigkeit, ihrer Sportlichkeit sich ihrem Opfer überlegen wissen. Sie haben zudem die Geldmittel, um sich in Deutschland zu bewegen, was nicht selbstverständlich ist. Und was sie tun, ist ganz einfach. Sie rufen an in Berlin, im Reichstag bzw. beim Zentrum, wo sich denn der Minister AD Matthias Erzberger aufhalte. Der Reichstagsabgeordnete ist nicht in Berlin. Er sei im Süden, heißt es. Erzberger ist zur Kur in Jordanbad bei Biberach an der Riß. Hier in Oberschwaben erholt er sich, auch von den Spätfolgen des Attentats von 1920. Eigentlich gibt es für Erzberger nur gute Nachrichten aus Berlin. Die Anschuldigungen wegen Steuerhinterziehung und Meineids sind endlich vom Tisch. Der Minister AD bereitet sich auf ein großes Comeback vor.
Aber er spürt auch den wieder aufkeimenden Hass. Mehrmals fährt er ins nahegelegene Aulendorf, um in der Barockkirche vor dem Schweißtuch der Veronika stille Einkehr zu halten. Tillissen und Schulz reisen nach Stuttgart, fragen dort in der Parteizentrale des Zentrums nach Erzberger. Es ist der 18. August 1921. Ich gab mich als ein Verwandter des Zentrumsabgeordneten Herold aus und bat um Aufschluss, wo Erzberger zurzeit zu erreichen sei. Es wurde mir auf jeden Fall bereitwilligst Auskunft gegeben. So viel mir erinnerlich ist, wurde ich an das Jordanbad bei Biberach verwiesen. Jetzt haben Sie seine Spur. Beide eilen nach Biberach, vergebens. Erzberger, der mit Frau und Tochter Urlaub macht, ist schon weg, nach Kloster Beuron an der Donau. Wir haben dann vom 19. auf den 20. August im Goldenen Engel in Ulm übernachtet. Tags darauf habe ich an die Erzabtei Beuron telefoniert und ich bilde mir ein, dass ich von der Erzabtei die Auskunft bekam, Erzberger sei in Griesbach. Erzberger kurt jetzt mit seiner Familie im katholischen Haus St. Anna, das von Nonnen betrieben wird. Das badische Schwarzwaldbad im Renchtal ist die letzte Station seines Kururlaubes. Am nächsten Samstag, den 27. August, will er nach Frankfurt zum Katholikentag. Wenn er dort mit seinen neuen sozialstaatlichen und sozialpolitischen Thesen besteht, ist die Tür für die politische Karriere im fernen Berlin wieder weit offen. Selbst sein Traum von einer Kanzlerschaft scheint dann wieder möglich. 21. August. Tillissen und Schulz treffen in Oppenau ein, einem Nachbarort von Griesbach. Im Gasthaus zum Hirsch nehmen sie unter den falschen Namen Franz Riese und Knut Bergen ein gemeinsames Zimmer. Am 22. August spüren sie Erzberger im Kurhaus in Griesbach auf. In den folgenden Tagen beobachten sie ihn, folgen seinen Spazierwegen und erkunden die Umgebung. Jetzt sind die Verschwörer Erzberger ganz dicht auf den Fersen. Erzberger ist unruhig. In seinem Zimmer brütet er über den Korrekturbögen einer Schrift, die noch einmal seine Unschuld im Berliner Meineidsverfahren beweisen soll. Aber auch sein mögliches politisches Comeback und die neue Hasswelle, die ihm nicht verborgen bleibt, machen ihn nervös. In einem Brief an einen befreundeten Verleger schreibt er am 24. August: Die politische Lage wird immer unerfreulicher. Er wusste natürlich genau, dass er verfolgt wird, dass hier Geheimorganisationen versuchen, hier ihn zu beseitigen. Und er sieht natürlich auch, das ist ja nicht unbemerkt, entweder direkt oder durch Hinweise von befreundeter Seite, dass hier Häscher hinter ihm her sind. 26. August, 7 Uhr morgens, es ist Freitag. Soviel ich weiß, besaß Schulz vom Krieg her noch seine Parabellum, Kaliber 9 mm. Ich selber besaß keine Waffe mehr. Wahrscheinlich habe ich meine Pistole von der Brigade Erhard erhalten. Ich glaube, es war eine Mauser. In Griesbach hat Erzberger an diesem Morgen Besuch. Sein Parteifreund, der Zentrumsabgeordnete Karl Dietz, ist eingetroffen. Erzberger freut sich. Allzu viele Freunde hat er zurzeit nicht in seiner Partei. Nach dem Besuch der Morgenmesse brechen sie gegen 10 Uhr zu einem Spaziergang auf. Weshalb wir nicht schon bei dieser Überholung geschossen haben, weiß ich nicht mehr. Möglicherweise hatten wir plötzlich Hemmungen. Ich hatte ja schließlich noch nie auf einen Menschen geschossen in der Absicht, ihn zu töten. Und hätte es mir nie träumen lassen, dass ich das je tun würde.
Karl Dietz schleppt sich blutend mit seinem Lungendurchschuss die vier Kehren hinab ins Dorf und begegnet dort gleich eingangs des Dorfes der Pensionswirtin, die ihn erschreckt anblickt und sagt: Herr Dietz, was ist denn passiert? Und Dietz stößt hervor, er sei mit Erzberger spazieren gegangen und Erzberger erschossen worden. Die erste Reaktion dieser feinen Pensionswirtin ist die kühle Rückfrage: Wie kann man auch mit Erzberger spazieren gehen? Ohne besondere Eile kommen Tillissen und Schulz alias Riese und Bergen in ihr Quartier zurück und bestellen erst einmal Kaffee und Kuchen. Erst am späten Nachmittag reisen die Mörder seelenruhig und unbehelligt ab. Die Ermittlungen laufen nur langsam an. Erst Stunden nach dem Mord trifft die Polizei am Tatort ein. Und auf den ersten Fahndungsplakaten stehen noch die falschen Namen der Attentäter. Der gewaltsame Tod des ehemaligen Reichsfinanzministers schockt die Öffentlichkeit. Sofort werden die Mörder im nationalistisch-völkischen Milieu vermutet. In Demonstrationen stellen sich die demokratischen Parteien und Gewerkschaften gegen die rechte Gefahr. Viele sehen in dem Attentat einen Angriff auf die gesamte Republik. Wir haben aber auch auf Seiten des konservativen Bürgertums und natürlich im rechtsradikalen Lager verhaltene Euphorie bis hin zum offenen Jubel und zur entsetzlichen Schmähung des Mordopfers. Es sind dort Äußerungen gefallen und wir haben Berichte über Freudenfeiern, Freudengelage in verschiedenen Städten, die zeigen, wie verroht, wie gewaltbereit das Bürgertum in seinen konservativen und rechtsgerichteten Teilen in jenen Jahren war. Die Trauerfeier mit 30.000 Menschen wird zu einem Bekenntnis für den Weimarer Staat. Der Feind steht rechts, sagt Reichskanzler Wirth am Grab Erzbergers. Schulz und Tillissen haben inzwischen in München bei der OC Unterschlupf gefunden. In Bayern fühlen sie sich sicher. Aber bald wird ihre wahre Identität bekannt. Ende August sind die Fahnder ihnen bereits dicht auf den Fersen. Fluchtartig verlassen sie am 31. August ihr Quartier. Die Attentäter sind gewarnt worden. Der Tipp kommt direkt aus dem Münchner Polizeipräsidium. Ein OC-Helfer führt sie sicher durch die Sperren, die die Polizei bereits dicht um ihr Versteck aufgestellt hat. Und damit läuft ein Fluchthilfeunternehmen an, das in letzter Minute den beiden Attentätern die Flucht erlaubt, während die Strafverfolgungsbehörden aber immerhin in Schwabing und anderswo die gesamte Organisation Konsul in München aushebt. Nahezu die gesamte OC-Spitze wird verhaftet. Unter ihnen auch der direkte Vorgesetzte des Mörderduos Manfred von Killinger. Nur Hermann Erhardt, der große Mann im Hintergrund, bleibt verschont. Er ist rechtzeitig untergetaucht. Das gesamte Netz der Geheimorganisation wird aufgedeckt. Verschwörernester der OC im ganzen Reich werden enttarnt und ausgehoben. Das ist das Ende der Organisation Konsul. So scheint es. Der Prozess gegen den Mörderbund 9 Monate später endet jedoch mit einem Desaster. Der Anstifter des Komplotts, Manfred von Killinger, wird freigesprochen. Die anderen OC-Leute sind bereits seit Weihnachten 1921 wieder auf freiem Fuß, ohne Anklage. Der Geheimbund wird nur kurzzeitig geschwächt, aber nicht vernichtet. Die Fahndung nach Tillissen und Schulz läuft auf Hochtouren. In ganz Europa wird nach ihnen gesucht. Vergebens. Die OC sichert ihnen Fluchtwege und Auskommen auch im Ausland. Ungarn, Österreich, Afrika und Spanien sind die Stationen. 12 Jahre sind sie auf der Flucht.
21. März 1933, der Tag von Potsdam. Im Neuen Reich sind die beiden Erzberger Mörder Helden, verehrt und geachtet. Zwei Monate nach der Machtergreifung Hitlers werden die Attentäter von Reichspräsident Hindenburg amnestiert. Heinrich Tillessen, der nun beim Norddeutschen Lloyd arbeitet, wird SA-Sturmbannführer und Parteimitglied. Heinrich Schulz macht Karriere in der SS, zunächst als Adjutant bei Reinhard Heydrich. Am Ende ist er Obersturmbannführer und Leiter des Rasse- und Siedlungswesens der Waffen-SS in Fulda. Als Tillessen am 3. Mai 1945 in Heidelberg im Rathaus verhört wird, glaubt er, dass er wegen seiner Mitgliedschaft in der Partei denunziert wurde. Und freimütig bekennt er dem verdutzten Beamten, dass er der Heinrich Tillessen sei, der vor über 20 Jahren als Mörder von Matthias Erzberger gesucht wurde. Jetzt ist er überrascht, dass die Amerikaner ihn sofort festnehmen. Hätte ich 1933 gewusst, dass mir in dieser Sache noch der Prozess gemacht werden würde, so wäre ich nicht in Deutschland geblieben. Ich bin nur hier geblieben wegen der Amnestie des Reichspräsidenten und weil aufgrund dieser Verordnung die Strafverfolgung ausgesetzt wurde. Wenig später wird auch Heinrich Schulz wegen Mordes an Matthias Erzberger verhaftet.